Weiter geht's bei Captain of Industry und wir haben in der heutigen Folge einige Sachen zu tun. Wir müssen uns unter anderem mit dem Thema Baum beschäftigen und wie das hier in diesem Spiel funktioniert, wie wir das machen. Und vorher müssen wir aber noch ein paar kleine Detailverbesserungen bringen, nämlich den Bereich hier würde ich einfach gerne einmal umbauen. Der buddelt sich jetzt hier langsam, ich habe das mal getestet, in die Gesteinsformation rein, das wird immer mehr Gestein. Ja, easy, das ist okay, das ist kein Thema, dann haben wir halt Gestein, das müssen wir da hinten verschütten, aber das Problem ist, ich möchte mir das Gestein gerne aufheben. Wir können dann hinterher die Halde wieder abbauen, Schlacke, Gestein trennen und so weiter und so fort. Okay, aber das machen wir eigentlich noch nicht jetzt, denn ich würde gerne den Bereich hier, den ändern wir mal in einen Bereich hier. So, das schieben wir mal einfach ein Stück nach links und dann werden wir den Bergbaubereich, den werden wir, jetzt muss ich mir meinen eigenen Ton immer ein bisschen lauter machen, dann werden wir diesen Bergbaubereich hier entfernen und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar einfach da runter buddeln. Blip. Also wirklich einfach stumpf da unten rein in die Ecke und uns hier ein kleines Loch bauen, wo der Bagger baggern kann. Ja, hier unten, wir können dann mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erforscht haben. Wir können dann auch die Wände, ja, nee, wir haben es noch nicht erforscht. Wir könnten dann auch die Stützmauern machen. Wir hätten zum Beispiel auch so individuelle Oberflächen, die könnten wir dann bauen. Das ist dann irgendwann ein bisschen schöner. Und dann können wir auch, ja, diese Logistiksteuerung machen. So, also, so viel zu dem Thema. Das sollte soweit klappen. Dann noch eine weitere Optimierung, die mir wichtig ist. Wir werden jetzt hier schon mal einen weiteren Lastwagen zuweisen, damit wir das Ganze haben. Hier vorne verkippt er ordentlich sein Zeug. Und dann will ich einmal die Wand hier abreißen. Ah, wir sind hier, oder wir können, na, was heißt denn, schwierig. Nee, wir müssen das, nee, wir lassen das so. Wir brauchen nur auf jeden Fall einen LKW mehr, der hier entsprechende Waren transportiert. So, also. Das ist Thema Nummer 2. Thema Nummer 3, wenn wir die Produktion hier verdoppeln, dann haben wir wahrscheinlich ein Wasserproblem. Ihr seht, wir sind hier bei einer Produktion oder bei einem Verbrauch von 74 und wir erzeugen hier zyklisch. Ja, das ist halt das Problem. Wir wissen es nicht. Jetzt ist wieder eine ganze Menge viel, da gab es wieder eine ganze Zeit nichts. Und wenn wir dann irgendwann dieses Problem mit der Erde gelöst haben, dann haben wir ja vor allen Dingen einen konstanten Wasserverbrauch. Und der würde sich ja, wenn wir die Maßnahme Y durchsetzen und die Leistungssteigerung aktivieren, auch noch verdoppeln. Ja, also das ist ein, durchaus ein Problem. Das heißt, oh, wir haben auch kein Kupfer mehr, da müssen wir auch dran arbeiten. Das geht aber im Moment, glaube ich, nur für die Elektronik drauf. Das werden wir dann in den nächsten Folgen machen. Wir werden mal die Leistungssteigerung jetzt entfernen. Und vielleicht haben wir irgendwas schon da. Wie viel kostet uns das denn, Kupfer? Ei, oh mein, 40 für 40. Pass auf, wir handeln schon mal 40 auf 40. Dann haben wir zumindest schon mal 40 Kupfer mehr auf Lager. Dann reicht das ein bisschen länger. So, jetzt werden wir das mit der Elektronik runterschrauben. Nicht sehr viel mehr Fahrzeuge bauen. Entschuldigt bitte, dass wir das jetzt einmal unterbrechen. Wir werden die noch fertig bauen und dann müssen wir die Fahrzeugproduktion stoppen, weil da geht momentan Elektronik für drauf und das können wir uns nicht leisten. Mehr Fahrzeuge sind dann einfach schlicht und ergreifend nicht drin. Ja, so. Also, jetzt werden wir hier vorne einen weiteren Wasserabsammler bauen und da würde mir tatsächlich eine Pipette fehlen. Ihr sagt mir nämlich, ich könnte nur die Einstellung kopieren. Ich weiß gar nicht, ob wir auch ganze Gebäude kopieren können, ja. Es ist egal. Wir nehmen das Gebäude und werden hier bitte eine weitere Wassergewinnung platzieren. Das setzen wir direkt daran. Eine Förderstrecke bitte. Direkt an die Wasserproduktion. Und dann sollten wir in dem Wassertank hoffentlich genügend Wasser haben, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das ist eine wichtige Sache. Wir müssen auf jeden Fall die Wasserproduktion dort stabil halten. Ja? Also das ist schon, ja, man kann es schon durchaus entscheidend nennen, denn was bringt uns eine Produktion von Ziegeln, wenn wir irgendwann kein Wasser mehr dafür haben? So, das ist das Thema gewesen. Dann gibt es noch ein weiteres Thema, das betrifft so ein bisschen indirekt diesen Bereich hier. Wir brauchen auf jeden Fall
wenn wir die Stadt erweitern wollen in diese Richtung und in diese Richtung, eine weitere Farmen. Die wollten wir ja hier oben hinbauen, deswegen müssen langfristig natürlich die beiden hier weg. Dazu müssen wir erstmal unseren Bagger fertigstellen, dazu müssen wir das weitere Auto fertigstellen. Wir sind aktuell bei 6 Fahrzeugen, die hier arbeiten. Das ist okay, könnte ein bisschen mehr sein. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und der Regenwassersammler ist fertig. Was ich sagen wollte, ist der Punkt der Bäume. Das hängt so ein bisschen indirekt mit den Feldern zusammen. So, wie funktioniert das jetzt mit den Bäumen? Wir werden uns ein Baumgebiet platzieren. Wir suchen mal nach Baum. Baum gibt's nicht. Nee, Forstgebiet heißt es. Ich weiß gar nicht, heißt das Forstgebiet? Genau, ein Forstkontrollturm. Und den würde ich gerne an die Stelle bauen. Ja, ganz grob an die Stelle, dass wir, jetzt hoffentlich zeigt der Pfeil, genau, dass wir ungefähr diesen Bereich hier als Forstgebiet nehmen. So, wir werden auch ein Gebiet bearbeiten hier entsprechend einzeichnen. Das ist im Prinzip das Bearbeitungsgebiet des Forstturms und das ist das in dem Bearbeitungsgebiet des Forstturms der Bereich, der bearbeitet wird. Jetzt können wir das pausieren, denn wir brauchen dieses Gebäude noch nicht bauen. Wir brauchen nämlich einen Baumpflanzer, den haben wir nicht, und 2 Ernter. Ernter haben wir, das wäre kein Problem. So, also, was ist denn dann das Problem? Das Problem ist, dass wir Bäume brauchen. Ja, das ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo man sagt, da fallen die aus der Luft. Nein, wir müssen hier tatsächlich Baumsetzlinge produzieren. Und das sind hier unten, es gibt den Baumsetzling des Jungbaums und den müssen wir in einer Farm erstmal platzieren. Ja, und da ist, da kommen wir schon langsam ins Platzproblem rein. Ne? Ich hätte das ja gerne hier hinten irgendwo hingesetzt, aber tja, wie gesagt, da kommen wir jetzt echt in Platzprobleme rein und ich würde es tatsächlich gerne hier in diesem Bereich setzen, insofern möglich. Zu hoch, klar, da gibt es Probleme. Werden wir mal ein bisschen weiter weggehen und dann schauen wir mal, ob wir im Notfall hier noch... Ah, da kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Da müssten wir erstmal ein bisschen einebnen. Was können die Dinge überhaupt transportiert werden? Ah, mit ganz normalen... Ah, da kommen wir nicht raus, ne? Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir müssten das Ding halt irgendwo platzieren. Und wir können ja mal gucken, dass wir bei der Lebensmittelherstellung... Wir machen das mal anders. Wir werden mal checken, dass wir einen da hinsetzen. Das heißt, wir sind ungefähr an 3 nach der Dicken. Das heißt, nach der Dicken 1, 2, 3. 1, 2, 3 Abstand, dass hier nochmal jemand langfahren kann. Und dann werden wir es da platzieren. So, und da werden unsere Bäume gebaut. So, das ist dieses Thema. Der hat keine Bäume zum Ernten. Das ist natürlich unschön. Können wir hier vorne mal so ein bisschen... Komm, wir können ihn hier mal so eine... So, da kann er weitermachen. Aber wir haben ja momentan... Wieso hat er das Ding jetzt schon gebaut? Ach so, ja, alles... Ja. Okay. Alles klar. So, erweiterte Logistiksteuerung ist auch eine schöne Sache. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und jetzt will ich nochmal eine Sache erzählen. Ihr habt tatsächlich mehrfach nach einer Forschung gefragt, die wir gerne mal einreihen können. Das ist die intelligente Förderbandsortierung. Das sind die Erdsortierer hier vorne. Und wir können das mal zur Warteschlange hinzufügen. Und ihr habt mir einen sehr interessanten Punkt genannt. Und das würde ich tatsächlich gerne in ein Konzept umwandeln, was ich von vornherein ja hier hinbauen wollte. Also ich wollte von vornherein ein Kohlelager bauen, das im Prinzip aus mehreren Schüttgutlagern besteht. Keine Ahnung, 3, 4, 5 zusammengebaut. Dann einmal ein Schüttgutlager mit Erde, was hier entsprechend steht, eins mit Eisen. Und damit können wir zumindest die aktuelle Produktion hier sehr gut versorgen. Und die Idee ist, dass wir dann einen zentralen Eingangspunkt machen, von dem aus das einfach sortiert wird. Das heißt, die LKWs fahren immer zu einem Punkt, schütten das rein und dann kommt das hier in so ein Zentrallager, wo da sind dann so 5 Teile drin. Und von da aus können wir dann zum Beispiel auch eine Kohleroute hier runterlegen
und das Ganze an das Teil anschließen. So ist zumindest die grundsätzliche Idee. Und von diesem Zentrallager könnten wir, falls er irgendwann mal existiert, falls das Sinn macht, hier so einen Bus runtersetzen, von dem aus wir ebenfalls Eisenerz, was auch immer es da alles gibt, wir dort raufpacken für eventuell weitere Produktionen. Damit wir das dann werden wir das hier entsprechend umbauen. Wir kriegen ja da ein bisschen Material dann raus, ne? Also, so viel zu dem Thema. Ich habe das auf dem Schirm und wir haben das jetzt auch eingereiht. Und dann sollte das passen. So, wir haben auch jetzt die Möglichkeit, ich glaube, das war schon, ne, intelligente Aufträge zu vergeben. Aber das gucken wir mal. So, dann brauchen wir, ja, wir könnten langsam eine Tankstelle bauen. Wir könnten hier hinten eine Tankstelle bauen. Das Problem ist, da muss natürlich ein LKW hier hochfahren. Was machst du? Du hast Erde und Kohle. Ha, seht ihr? Das ist das, was ich sagte. Der kann hier vorne langfahren. Seht ihr? Wo willst du denn hin? Da. Es kommt über den Berg. Hehehe. Habe ich es doch gesagt. Darüber kommt er. So, okay. Also, zweite Wasseranlage ist fertig. Die Farm hat keine Kultur. Okay, das werden wir auch machen. Und in dieser Farm werden wir bauen Baumsetzlinge. Die haben nur 6%. Im Gegensatz zu zum 6%, wo haben wir es hier? Die haben 10%. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir werden hier Baumsetzlinge. Dann machen wir Baumsetzlinge, dann machen wir einmal Gründünger drauf und dann machen wir wieder einmal Baumsetzlinge. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, das müssen wir mal gucken. Das sind 12, 24, 36 Baumsetzlinge und da brauchen wir dann irgendwann eben jenen Baumpflanzer, der fährt dann hier hin, holt sich einen Setzling, fährt dahin, pflanzt einen Baum ein und so weiter und so fort. Okay, so, das ist das Thema. Dann müssen wir uns so langsam Gedanken machen, dass wir unsere Kupferproduktion beginnen. Das Problem ist, Kupfer ist bei uns hier hinten. Da. Das ist arsch weit weg. Also ganz schön weit weg. Ganz JWD, ganz weit draußen. Wir könnten auch, ei, oh mein, ist das eine, boah, das Ressourcen hier, das ist der Hammer. Nee, also da können wir es nicht nehmen. Wir brauchen den oder dieses Kupfererz hier. Und da können wir uns jetzt mal die Produktionsketten angucken und schauen, was wir dort aufbauen müssen. Das kann ja hier erstmal weiter rödeln. Jetzt kommen hier wieder ein bisschen. Jetzt haben wir hier tatsächlich die Erde voll. Da könnte man, wenn jetzt so viel Erde kommt, gleich noch einen zweiten ranhängen. Wir haben tatsächlich ein Kohleproblem, interessanterweise. Oh, sie kriegen jetzt so viel Erde. Ah, ich weiß nicht, ob wir da gleich einen zweiten ranhängen. Wir wollten ja ein Zentrallager machen. Ich würde fast sagen, wenn das voll ist, dann werden wir die hier pausieren. Wir heben mal die Zuweisung von einem LKW auf. Ich glaube, das sind dann zu viele. Wir ziehen die. Na Quatsch. Wir ziehen mal hier einen raus. Genau. Und dann werde ich mal zur nächsten Folge gucken, dass wir hier eine entsprechende Routen zuweisen. Ich hätte nämlich das tatsächlich gerne, dass wir die Erde nicht weiter wegschütten. Wir werden die erstmal ganz kurz pausieren, die beiden. Also dich. Und einmal dich. So, die können hier pausieren, die können, keine Ahnung, geht einen Kaffee trinken, Jungs, oder ein Kartoffelchen essen. Das passt. Wir müssen ja erstmal das Thema Kohle lösen. Wie sieht es damit aus? Ach, der Bagger kommt, ja. Haben wir den zweiten Bagger hier unten jetzt fertig? Wir warten noch auf Fahrzeugteile, okay. Gut,
Also, dann warte auf deine Fahrzeugteile und wir kümmern uns jetzt um die Kupferproduktion. Wir haben noch 158 Kupfer auf Lager und wenn wir an dem Punkt sind, dann haben wir einen großen Schritt erreicht. Dann sind wir nämlich in der Lage, die kompletten Produktionsketten hier komplett selbstständig zu versorgen und müssen nichts mehr einkaufen. Wir sind bei Gummi, wir brauchen dann, hatte ich in der letzten Folge erzählt, die Elektronikproduktion. Also, wir brauchen einen Hochofen. Da brauchen wir, wir gehen mal davon aus, wir haben genug Kupfererz, da kommt 24 geschmolzenes Kupfer raus. In der Metallgießerei können wir mit zwei Stück die Sachen versorgen, kriegen wir 24 unreines Kupfer raus. Und hier können wir 24 und mit 6 Wasser 19,5 reines Kupfer damit erzeugen. Also, das sieht schon mal gut aus. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, geh mal in den Planungsmodus und werden mal gucken, dass wir diesen Hochofen, ich würde ihn eigentlich gerne hier hinbauen und mir dann hier einfach mit einem Bagger langfristig hier irgendwie so ein Baggerloch durchholen. Die müssen wahrscheinlich komplett außen rum fahren, aber ich will gerne hier vorne, wir können hier auch ein Verkippungsgebiet aufbauen und hier wieder runter machen. Oder hier einfach uns durchbuddeln, das wäre auch eine Möglichkeit. Das können wir machen, wenn wir Gestein für Beton brauchen. Dann machen wir hier eine Schneise durch. Deswegen hätte ich gerne einmal dort eine Schmelze. Hier kommt direkt bitte der Schornstein ran. Wir sind übrigens im Planungsmodus, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass dieses Ding hier jetzt nicht gebaut wird, ne? Also genau, Planungsmodus halt. So, können wir mit B, können wir den wieder verlassen. Dann seht ihr hier diesen Schatten und nicht das richtige Gebäude. So, Planungsmodus. Jetzt müssen wir trotzdem einmal immer hier hinten gucken. Da geht es jetzt weiter mit Kohle. Oh, Erde. Ja, wie viel Erde ist hier drinne? Gibt es hier eine Möglichkeit, dass wir uns einen Alert senden? Warnungen melden, wenn unter 25%. Genau. Ja. Das ist gut. Das würde ich gerne wissen. Dann muss ich nämlich die Produktion der Erde wieder anschmeißen. So, also, nächstes Thema. Metallgießerei. Tja, und jetzt ist wieder die große Frage, in welche Richtung bauen wir den Hochofen? Wir könnten ihn natürlich auch... hier lang bauen. Oder so. Ne, ich glaube, in die Richtung ist besser. Wenn wir ihn hier lang bauen. So. Hier vorne könnten wir dann, oder hier in diese Richtung, jeweils unser Kupferlager bauen. Das könnte man dann auch hier hinbauen. Wir können das auch kaskadieren oder so. Das ist in dem Fall egal. Mit entsprechenden Sachen. Dann gibt es hier bitte einen Schornstein. Zupf. Warum baue ich das so? Weil ich die Hoffnung habe, dass wir dann eventuell Kupferproduktion hier runterbauen können. Die werden dann von hier oben über das Lager versorgt. Von hier unten werden die mit Kohle versorgt. Und dann kommt das Kupfer hier hinten raus und dann können wir das in diese Richtung fahren lassen. Wir können dann hier eine Produktion bauen. Ich wollte ja gerne in dieser Richtung Produktionsketten haben. Also nur ganz kurz dazu. Dann gibt es hier bitte eine Metallgießerei. Die lassen wir nach unten laufen. Ja, nach unten. Einmal dahin. Und dahin bitte. Dann eine Rinne für ihr Schmolzenes. Da. Und da. So. Dann sind wir bei der Produktion und dann brauchen wir die Kupferelektrolyse, die hier die Kupferplatten bekommt. 24 an der Zahl und ein Wasseranschluss. Einmal da. Hier unten kommen die Kupferplatten raus. Und diese Sachen können wir dann eigentlich ja, hier nochmal hinstellen. Oder machen wir das, oder macht das doch Sinn, wenn wir die... Ah, schwierig. Nee, ich hätte das gerne. Ich hätte das gerne so. Im schlimmsten Fall machen wir dann diese Rinnen ein bisschen länger und lassen dann den Kupfer hier in diese Richtung laufen und dann irgendwann nach links abbiegen. Nee, ich finde das so besser. So.
Also, dann brauchen wir das Rohkupfer, kommt von dort dahin und von dort einmal darauf. So, dann geht es hier rein. Dann brauchen wir Wasser. Jetzt ist die große, große Frage. Das Ding braucht 6 Wasser in 60 Sekunden. Wie viel Wasser produzieren statistisch gesehen die Dinger hier? 3,65, 3,65. Durchschnittliche statistische Wassersammlung. Also brauchen wir 2 Stück für eine Kupferelektrolyse. Ei, das ist aber eine Menge. Boah. Das könnten wir hier hinstellen, wenn das passt. Wir können natürlich irgendwann auch eine Grundwasserpumpe uns kaufen. Ja. Kriegen wir den da noch hin? Ah. So wollen wir den hinkriegen. Genau. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Dann brauchen wir einen Wassertank. Stellen wir den hin. Direkt daneben, ne? Dann können wir von da aus, wenn wir hier noch eine Produktion haben, die von dort aus versorgen und eventuell hier in diese Richtung die Wasserproduktion erweitern. Alles klar. Das bedeutet, wir werden eine Rohrleitung bauen, die bitte einmal nach da geht. Die geht nach da. Und damit wir hier die Wege nicht versperren, würde ich tatsächlich gerne direkt so eine kleine Fahrzeugrampe, wenn das passt. Ah, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir die eventuell hier rüber bauen. Oder falls wir da was machen, da drüber. So, gut. Also, du brauchst eine Rohrleitung. Die holen wir uns von oben. Jetzt gucken wir mal, Kohle haben wir jetzt 20. Okay. Einmal nach oben, Höhe 2. Und einmal daran. So, dann können wir die in alle Richtungen erweitern und unsere Kupferproduktion damit versorgen. So, also, wir haben Wasser, wir haben die Elektrolyse und dann werden wir das auch wieder in einen flachen Ausgleicher bringen, das Ganze. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den hinbauen. Wenn wir hier noch eine Anlage bauen und hier noch eine Anlage, dann haben wir hier und hier noch einen Ausgleich. Ich würde sagen, wir bringen den ein bisschen weiter gen Süden, einmal nach dort. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wir wissen ja nicht, wie viel wir noch brauchen. Das heißt, wir können hier noch eine Anlage hinbauen. Das kann ja am Ende alles sehr kompakt sein. Und dann können wir da noch eine Anlage hinbauen. Und dann würde eine Kupferstrang einfach daran gehen, ein Kupferstrang daran gehen. Und dann haben wir das alles an dem gleichen Verbinder dran. Und können hier mit den Prioritäten so arbeiten, wie wir das wollen. Deswegen einmal daraus. So. Und von hier brauchen wir jetzt die Elektronikproduktion. Also hier kommt Kupfer. Dann gehen wir von hier aus einmal in die Richtung. Dort kommt ein Lager ran. Und da werden wir Kupfer einstellen. Das fertige Kupfer. Und je nachdem, wie viel wir brauchen, kommen hier vorne einfach noch mehr Schmelzen rein. So, also. Dann haben wir das Thema Kupfer. Wir können auch die Schmelzen dann in diese Richtung fahren und dann da noch mit anschließen. Das kriegen wir alles hin. Grundwasserpumpe ist erforscht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gucken wir uns gleich mal an. Jetzt planen wir erstmal den nächsten Teil weiter. Von hier kommen Mechanikteile. Brauchen wir die für die Elektronikproduktion? Nee, wir brauchen nur Gummi. Also das ist kein Problem. Wir brauchen 4, wenn wir das mit der Montageanlage 2 machen, da würde ich gleich die Produktion ein bisschen steigern. Gucken mal in das Thema Elektronik rein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da.
Da sind wir bei 12. Wir produzieren 19,5. Das kriegen wir hin. Alles klar. Dann einmal ein Förderband. Brauchen wir da einen Splitter? Nee, aber wir brauchen ein etwas längeres Förderband. Das nehmen wir von der Seite. Gehen ein bisschen länger. Das Förderband ist in dem Fall nämlich unser Lager. Und gehen dort in eine Montagemaschine 2. Zapf. So. Und dann haben wir ein weiteres Lager. Dort kommt das Gummi rein. Das werden wir mal ein bisschen weiter wegstellen. Ich denke, da ist okay. Das wird das Gummilager werden. Da muss dann ab und an halt mal so ein LKW hin und her fahren. Das wird, weiß ich nicht, das brauchen wir nicht so. 90 machen wir da mal rein. Und von da aus geht ein flaches Förderband daran. Und die Produktionsanlage wird bitte dann Elektronik bauen. So, also wunderbar. Dann haben wir jetzt unsere Elektronikproduktionskette geplant. Unsere Kupferproduktion, der Rest geht hier rein. Und je nachdem, was wir brauchen, buddeln wir oder bauen wir hier noch welche hin. Schließen das da an, das ist kein Problem. Und dann können wir hier wiederum unser Kupferlager bauen. Oder wir bauen es... Moment. Kriegen wir das U-förmige Förderband hier irgendwie rüber? Nein, kriegen wir nicht. Ah, ist das doof. Kriegen es hier nicht rüber. Wir kriegen es auch nicht durch, ne? Das ist ja schade. Was ist denn, wenn wir das so machen? So. Wisst ihr was? Ich teste das mal. Ich teste das mal, ob das funktioniert. Wenn wir hier ein Lager bauen für Kupfer und wir das einfach stumpf mit dem Förderband hier rüber fördern, dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Und das Gleiche können wir mit der Kohle auch machen. Das Kohlezentrallager kommt hier hin und dann wird einfach das Ding ganz stumpf von dort aus mit zwei Förderbändern, ja, eventuell mit zwei Förderbändern die Erde hier sortiert und dann kommt das Zentrallager Erde, kommt dahin. Das wäre noch eine Idee. Ich frage mich, warum ich da nicht sofort drauf gekommen bin. Das, und dann haben wir diese ganzen Fahrzeiten auch nicht mehr. Und die haben jetzt hier immer noch Kohle. Wir hätten jetzt immer noch keinen weiteren LKW oder irgendwas anderes, aber das ist kein Problem. Wir können mal ein bisschen schneller machen. Und dann haben wir jetzt das Ganze hier fertig. So, dann gehen wir mal ganz kurz in die Grundwasserpumpe. Die kann 48 in 60 pumpen. Wie viel Grundwasser haben wir denn hier? Das sehen wir hier so nicht, ne? Schade. Wir können den Planungsmodus übrigens mal wieder ausmachen. Okay, das werden Sie wahrscheinlich, als wenn es gebaut ist. Wir haben hier nur eine begrenzte Kapazität an Grundwasser. Die bewässerte Farm, das wäre halt eine Möglichkeit, dass wir die bewässerten Farmen dann irgendwann hier hinten hinbauen. Schüttgutlager hat einen geringen Vorrat an Erde. Ja, alles klar. Danke dir. Dann bitte einmal... Bup. Und... Bup. So. Dann kannst du bitte weiter fördern. Und Kohle ist ja auch noch leer. Der versorgt die hier direkt, ne? Ah, das gefällt mir eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich das Kohlelager hier wirklich jetzt mal einbringen, weil der hier... Der zieht sich jetzt hier ein bisschen Kohle raus. Doch, das funktioniert. Okay, gut. Also, wir haben ja tatsächlich hier unser Lager fast voll, sehe ich gerade. Also, es funktioniert. Wir haben nicht genügend Arbeiter. Aber hier wird auch noch gar nicht gebaut. Nee, ich wollte gerade sagen, hier wird noch nicht gebaut. Wieso haben wir denn jetzt so wenig Arbeiter? Ja gut, ist am Ende des Tages auch egal. Dann machen wir halt das Leuchtfeuer an. Und dann holen wir uns noch ein paar Leute rein. Das ist kein Thema. Wir müssen halt nur aufpassen mit der Produktion. Wir sind bei 0,1. Ach, durch das Leuchtfeuer. Okay. So, was haben wir hier? Elektronik ist immer noch stabil bei 60. Wir haben immer noch die Fahrzeugteile. Und der Bagger ist fertig. Oh, das ist super. Das ist super. Pass auf. Dann werden wir den Bagger nochmal direkt hier zuweisen. Dann haben wir das hier nämlich auch durch. Sehr, sehr schön. Haben wir denn hier jetzt noch weitere Sachen,
die wir bauen? Nee, im Moment nicht. Dann werden wir erstmal die Fahrzeugteile ein bisschen weiterbauen und dann werden wir in der nächsten Folge gucken, dass wir hier einen Bagger bauen und zwei entsprechende Lastwagen. Und dann fangen wir mit der Kupferproduktion an. Da sind wir bei 110. Noch haben wir ein bisschen Reserve, aber allzu viel ist es tatsächlich nicht mehr. Ihr Lieben, es sieht gut aus, wie ich finde. Es läuft. Die Erde ist noch nicht allzu... Also wir sind immer noch nicht auf dem grünen Zweig. Wir haben auch nach wie vor Probleme mit der Kohle. Aber ich bin da ganz guter Dinge, wenn hier jetzt wirklich zwei Bagger arbeiten und wir es tatsächlich hinkriegen, dass wir diese Förderbänder hier langziehen, dann wird's. Also, ich würde mich freuen über ein Like und ein Abo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.